Meine Damen und Herren, kaum zu glauben, aber hier haust und bettelt Kai Herrmann. Und das, obwohl es verboten ist, ja. Wir werden gleich auch sehen in seinem Zimmer, warum er betteln muss, ja. Weil das sieht nämlich aus wie bei Patrick Wirtsch nach der WM, ja. Danke und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu PD Live. Hier haben wir Kai Herrmann, der sich gerade schon intensiv darauf vorbereitet, auf die Patrick Wirtsch WM 2009. Da nimmt er nochmal einen Zug, einen Extra-Stalin, das ist wie ein Sprint, meine Damen und Herren. Ja. Wir werden heute etwas mit Kai Herrmann über die kommende WM reden, über die vergangene WM und ihnen einen kleinen Einblick in sein Leben und sein gediegenes Heim zeigen. Ja. Ja, Kai, was sagst du zur kommenden WM? Was sind deine Erwartungen, deine Ansprüche? Ganz klar Nummer 1. Also, Weltmeistertitel zurückholen. Anderes Ziel gibt's gar nicht. Was erwarten Sie in den Spielen gegen Gregor Bötsch? Viele Elfmeter. Für wen? Mich. Für dich? Für mich. Okay. Werden Sie sich dieses Jahr sportlicher verhalten wie die letzten Jahre? Ich war immer schon sportlich. Sie sind eher durch Szenen, die eher bei Cristiano Ronaldo auftreten, durch theatralisches Fallen lassen im 16-Meter-Raum und ja, durch etliche unschöne Szenen, die sportliche Wettbewerbsverzerrung sind. Haben Sie da ein Video davon? Das würde ich mir gerne angucken. Oder? Ja, auf jeden Fall haben wir da ein Video, das können wir Ihnen auch gerne zeigen. Das würde ich gerne sehen. Ja, also Sie denken, Sie kriegen Ihre sportliche Ungezogenheit in den Griff? Natürlich. Ja, natürlich. Ich habe, glaube ich, einen Elfmeter gegen mich gekriegt. Und der war der unberechtigt? Ja, wer war damals der Schiedsrichter? Ich glaube Sie. Ich? Glauben Sie? Das ist gut möglich. Dann wundert es mich, dass nur bei einem Elfmeter gegen Sie geblieben ist. Das werden wir diese Saison ändern, dieses Jahr bei der WM. Was sagen Sie letztes Jahr zur WM? Wie war Ihr Eindruck? Letztes Jahr? Ja. Oh, es war schönes Wetter. Super Rasen. Super Verhältnisse. Es wird dieses Jahr nicht anders sein. Ja, werden Sie auch bei den Aufbauarbeiten helfen, oder? Natürlich, jedes Jahr helfe ich natürlich Patrick Wirtsch bei den Aufbauarbeiten und seinem Cousin. Und ja, nun zu einem anderen Thema. Was sagen Sie dazu, dass Sie als PD-Reporter abgesetzt wurden? Von mir, ja, Marino Wolf? Die Quoten waren nicht mehr so hoch und Sie mussten einfach einen Idioten nehmen. Das ist wie Oliver Pocher, der labert nur Scheiße. Da muss man einfach einen Idioten nehmen. Aber die Masse wird elektrisiert. Naja. Das sehen wir bei den Quoten. Ja, ich denke, die Quote liegt durchaus höher, wie der Chef mir bereits schon sagte, Herr Patrick Wirtsch, der Gründer und Organisator der WM. Patrick Wirtsch ist ja auch nicht so gut in Mathe. Ja, das stimmt. Meine Damen und Herren, hier haben wir einen kleinen Ausblick. Wie in Brasilien sieht es hier aus? Hier hat Kai Herrmann seine ersten Schritte gemacht. Sie sehen hier die Platzverhältnisse ziemlich miserabel. Vielleicht auch eine Erklärung, warum er sich immer gerne theatralisch fallen lässt, weil er ein Gefühl hat, dass da ein Loch kommen wird oder er sich fallen lassen kann. Also das war sein Trainingsplatz hier. Naja, der Rasen sieht ja besser aus wie in Kelkheim. Da keine Probleme. Wir befinden uns hier in Kelkheim. Ich meine am Reis natürlich oben. Am Reis, ja, das ist auf jeden Fall sicher, dass der besser aussieht wie am Reis. Das spielt ja auch die Tours Hornau, ne? Und ja. Nun gehen wir mal in Kai Herrmanns Zimmer, würde ich sagen, und zeigen einen kleinen Ausblick in seine Privatsphäre. Hier sieht man, dass die Mutter residiert, deswegen ist sie auch so ordentlich und sauber. Also Kai Herrmann hat nicht oft Gelegenheit, diesen Raum zu betreten. So, hier kommen wir in das Reich von Kai Herrmann. Sehr aufgeräumt und ordentlich, wie Sie sehen. Ja. Gute Ansätze zu erkennen. Zimmer aufräumen und sauber machen. Keine Ansammlung von dreckiger Wäsche, leeren Flaschen. Ja, wenn man das hier so anguckt, absolut berechtigt, diese Punkte, Erinnerungspunkte. Sich pflegen, ja, und Ordnung halten. Hätte er heute Morgen doch bloß geduscht. Das habe ich getan. Ah, das ist was Nettes. Wir sehen hier, meine und Herren, Fitnessgeräte, die kommen wohl der Fitness zugunste, die er bei der PBWM 2009 an den Tag legen wird. Ganz klar, also. Ganz klar. Darauf bereite ich mich schon jahrelang vor.
seitdem die PWWM, ja, PWWM 2008 abgeschlossen war. Ja, das haben sie auch bitter nötig. Naja, zweiter Platz. Wie viel da wurden Sie nochmal? Ich wurde auch Zweiter bei der Team-WM. Hm, bei der Team-WM wurde ich übrigens Erster. Ja, nach theatralischen Anfällen auf dem Platz. Das stimmt wohl kaum. Und Bestechung des Schiedsrichters. So, eine Frage habe ich noch. Was sagen Sie zu Ihrer größten Sünde im FC Bayern? Das ist mein Verein, der wird dieses Jahr wieder Meister. Ja, nachdem Sie zur Hälfte aus Stuttgarter bestehen? Ja, zur Hälfte. Ja. Ein Stuttgarter. Und der Philipp Lahm, wo kam der nochmal raus? Der kam von Bayern. Nein, er wurde auf VfB entdeckt. Nee, eigentlich ja kaum. VfB. Eigentlich ja wohl, ohne den VfB wäre er nie zu einem Weltklasse-Spieler geworden. Der VfB, weil wissen Sie, wo der landet? Der landet ganz unten. Das bezweifle ich stark. Ich nicht. Ich schon. Gut, lassen wir das Thema beiseite. Wir können bei der PBWM klären, wer jetzt genau recht hatte und da einen kleinen Vorgeschmack geben, was es heißt, Bayern und Stuttgart-Fan zu sein. Schiedsrichter werde ich auch sein in diesem Spiel. Da werde ich Ihnen Ihre Grenzen aufzeigen. Ja, warum? Ein 8 zu 0. Ein 8 zu 0? Ja. Ich tippe dagegen. Wir wetten um 5 Euro, dass es kein 8 zu 0 wird. Mindestens 5. Okay. Weil da hat ihr seht sie, die gewonnene Wette von Marino Wolf. Das glaube ich. Die umgesetzt wird. 5 Euro glatt an dem Tag sogar. 5 Euro. Glatt an dem Tag sogar, meine Damen und Herren, das ist eine Aussage. Aber diese 5 Euro können Sie da nicht in den Nacktkalender stecken, das ist Ihnen bewusst, Herr Herr. Das macht mir gar nichts. Hübsche Frauen sind schön. Möchten Sie einmal weiterblättern, dass wir vielleicht noch eine Frau sehen ohne Hängeketten? Das kann ich natürlich machen, das ist ja auch vom April. Das ist der Mai. Wir haben aber schon Juni, das ist Ihnen bewusst. Ja, natürlich, aber den blättert nicht so oft um. Von daher macht das mir nichts. Natürlich schöne Nippel. Alles schön und gut. Du wolltest dir doch kurz den August zeigen, dass dass unsere Hörer und Zuschauer auch sehen, was uns im August erwartet. Natürlich, aber der Juli. Ja, der 6. Der Juli. Naja, die fährt so schön. Geile Bitch. So. Oh, das ist ein herrlicher Ausblick, meine Damen und Herren. Das wird bei der WM der Hintergrund, das größte Werbeposter mit dem Aufschrift Kai Herrmann verliert 5 Euro. Glaube ich weniger. Glaube ich doch. Nein. Doch. Sicher. Ja, das war's für heute auch schon von uns. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Viel Spaß mit den Bildern von Kai Herrmanns Poster, die er uns zur Verfügung stellte. Ja. Ade, mach's gut. Ich stelle Ihnen gerade noch das Lied für die PBWM 2009 von mir vor. Is it the miniature casket through babies? Victims of a strength from drug killers gone crazy. Maybe it's just the drugs. This is a hot block was.